Dr. Klaus Reinhardt. Sie sind Mediziner und Präsident der Bundesärztekammer. Und auch hier ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen für Sie ein sehr großes Thema. Was ist für Sie hier beim HearCapital Innovationsrat besonders interessant? Interessant ist, dass Menschen aus vielen verschiedenen Branchen mit dem Thema Digitalisierung zusammenkommen. Und dass der große Anteil von Blickwinkeln auf das Thema auf diese Weise zustande kommt. Und das ist, glaube ich, anregend und fördert den Diskurs und den Dialog dazu und gibt vielleicht auch nochmal neue Ideen und Impulse dafür, wie Digitalisierung im Gesundheitswesen sich fortentwickeln kann. In der laufenden oder noch anhaltenden Corona-Pandemie hat sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen tatsächlich stark beschleunigt. Was sind für Sie die größten Veränderungen, die bisher stattgefunden haben? Also die stärkste Veränderung, die in der realen Versorgung stattgefunden hat, ist sicherlich die Tatsache, dass wir das Thema Videosprechstunden in deutlich stärkerem Maße eingesetzt haben, dass also so telematische Elemente zugenommen haben und auch natürlicherweise akzeptiert worden sind, auch von den Patientinnen und Patienten, sogar gesucht worden sind. Da ist ja vieles noch denkbar, Monitoring in Altenheimen, auch chronische Erkrankungen, die man über Distanzen hinweg ohne ärztliche Anwesenheit unter Umständen mit Wearables, wie auch immer, sozusagen besser monitoren kann, da glaube ich, ist noch viel Spielraum. Und dieser Aspekt ist jetzt am stärksten aus meiner Sicht befördert worden. Und in welchen Bereichen der digitalisierten Gesundheitsversorgung sehen Sie auch in Zukunft die größten Chancen oder eben auch Herausforderungen? Also ich glaube, die wirklich wahrlich größten Chancen im Rahmen der Digitalisierung liegen bei den Elementen der künstlichen Intelligenz. Also auch tatsächlich nicht nur künstliche Intelligenz im Sinne von Bilderkennungsverfahren, solchen Dingen, sondern so echte künstliche Intelligenz im Sinne von Deep Learning, also Fortentwicklung auch von sich selbst dann immer wieder weiter verbessernden Systemen. Da glaube ich, werden wir, oder kann ich mir vorstellen, in der Fantasie werden wir Dinge erleben, die uns noch in erheblichem Maße unterstützen werden und auch natürlich mit dafür auch Sorge tragen können, dass wir in einer alternden Gesellschaft, in der immer weniger Menschen, die noch sozusagen im System arbeiten, immer mehr Ältere versorgen müssen, das auch tatsächlich relevant und verantwortungsbewusst tun können. Was würden Sie jetzt konkret erwarten, was muss hier im Gesundheitswesen an rechtlichen Rahmenbedingungen, an politischen Zielen verfolgt werden? Also ein großes politisches Ziel ist natürlich das Thema Infrastruktur im digitalen Bereich. Wir haben in Deutschland immer nur bisher etwa 80% der Fläche überhaupt so versorgt, dass man sagen kann, man hat einen stabilen Internetzugang, der, glaube ich, eine Grundvoraussetzung ist, damit Daten in relevantem Umfang tatsächlich hin und her gespielt werden können. Da, glaube ich, hat diese Bundesregierung einen infrastrukturellen Auftrag, den sie endlich lösen muss. Da stehen wir seit 15, 20 Jahren immer an der gleichen Stelle. Und im Rahmen der Gesundheitslösungen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren, zunächst einmal mit Dingen anzufangen, die wirklich einen Versorgungsnutzen für Patientinnen und Patienten und auch für Ärztinnen und Ärzte haben, der so groß ist und so naheliegend, so sinnfällig, dass jeder von uns als Ärzten und Ärzte den haben möchte und gerne einsetzt und nicht gezwungen werden muss mit Sanktionszahlungen, das schließe ich ehrlich zu tun.